Weiter geht es mit einer neuen Folge Star Wars Jedi Survivor. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Bewerten, kommentieren, ihr könnt immer noch eine Version von diesem Spiel hier gewinnen. Ansonsten die letzte Folge unbedingt ansehen, denn die war wirklich ultra krass. Die war richtig krass. Ich will nicht spoilern, schaut sie euch an. Wenn ihr sagt, oh, die letzte Folge habe ich verpasst, dann jetzt stoppen und angucken, bevor es hier weitergeht. Mann, er hat Zeit dafür, ne? Er hat Zeit dafür. Ja gut, nehmen wir mit. Fähigkeitenpunkt erhalten. Okay, wo ist er hingeflohen? So wirklich viele Optionen habe ich ja nicht, ne? Hier ist der Lift. Hier oben ist schon mal nichts. Und ich glaube, da hinten geht es auch nicht wirklich weiter. Ist er wirklich raus in die Wüste geflohen? Ich meine, es würde Sinn ergeben, aber trotzdem. Alles klar, hier einmal hochsausen. So, hier ist zu oder geht hier auf? Ne, hier ist zu. BD ist auch nicht da. Das heißt also, keine Heilung für Cal. Keine Karte für Cal. Der einzige Weg ist hier lang. Und wo ist das Imperium, das angeblich angreift? Wow. Direkt tot. Moment, hier geht's aber auch nirgendwo weiter. Okay, jetzt bin ich schon irgendwie verwirrt. Geht's da hinten noch hoch? Ich bin vom Lift gekommen. What? Ah, hier geht's vielleicht noch weiter. Auch nicht. Auch zu. Hier. Da ist er. Und er ist weg. Jetzt gibt's hier nochmal so eine Speed Racer Nummer. Oh, wow, 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 wow. Alter! Wo kam das denn her? Wow! Snap-a-doodle! Bin ich vor ihm? Nee, er ist wieder vor mir. Alter, das Ding ist super, hyper, mega, krass sensibel. Und da ist es, das Imperium. Alter, dreifach Steine. Mies. Und eine Mauer. Wow. Als ob der so stark auch ist, ne? Der hält richtig Schritt, der Dude. Sie wollen Sosirs Archiv. Boah, ist aber geil wieder in Szene gesetzt. Okay, Moment. Arbeitet, baut mit dem Imperium zusammen oder ist es gerade jetzt hier überschneidende Interessen? Geil, ey. Geil. Boosten oder so kann ich aber nicht. Beschleunigen geht auch nicht. Eieieiei. Komm ich näher? Ich muss mir unbedingt auch so ein Jetpack holen. Wieso? Wieso, Boat? Hierfür! Wir haben gemeinsam dafür gekämpft. Und du willst es einfach so dem Imperium geben? Ich werde es dem Imperium nicht geben. Du hast Meister Cordova getötet. Kerl, du hast keine Zeit für diesen Kampf. Etwas Schreckliches ist auf dem Weg zum Archiv. Hör auf deine Instinkte. Du weißt, dass ich recht habe.
Was hast du getan? Wenn du deine Familie wirklich retten willst, musst du sie da rausholen. Sofort. Was hast du? What? Das kann nicht sein. Du bist nicht der einzige Überlebende. Okay, okay, damit habe ich jetzt... Krass. Cool. Ach Mann, komm schon. Ich mag Boat immer noch. Oh nee, ich habe ja gar keine Heilung. Ich habe ja gar keine Heilung. Ich habe ja keinen... Kollego. Wow, wow, wow. Wer will's wissen? Ich will dich nicht töten. Moment, ich bin tot? What? Alter, was geht hier? Jetzt bin ich sie? Drei Jahre Entwicklung, ne? Ich meine, vielleicht ist die Technik hier und da ein bisschen, ne, aber also ich hatte keine massiven Probleme. Aber wie gesagt, ich will es auch niemandem jetzt irgendwie abschreiten. Und natürlich sollte es Qualität geben, um sie zu spielen. Wenn man dafür auch so einen happigen Preis verlangt. Ich kann den Unmut auf jeden Fall verstehen. Ich bin jetzt auf keiner Seite auf der Seite der Entwickler. Aber man muss halt sagen, dafür, dass es so kurz in Entwicklung war, und ich kann mir schon gut vorstellen, dass EA da ordentlich Druck gemacht hat, weil erfolgreiche Spiele wollen mehr. Wir kennen ja EA, die arbeiten gerne mit dem Holzhammer. Dafür haben sie auf jeden Fall, was so Story und Umfang angeht, übelst abgeliefert. Das Spiel ist ja mega big. Ich meine, das ist jetzt Folge 50, die gehen alle so im Schnitt 21, 22 Minuten. Kommt schon einiges zusammen an Zeit. Und ich bin ja noch nicht durch. Für ein Single-Player-Game. Und dann noch, was es alles an Nebenkram gibt und an Mini-Zeug und an Spielereien. Alter, sie ist richtig strong, ne? Autsch. So, der ist erledigt. Au, ey, yo! Hätte ich Boat besiegen können? Alter, Maren, krass. Alles in Ordnung? Ja, aber das Imperium greift das Haupttor an. Oh, sie kann schon so eine ganze Armee ausrotten.
What is this? Meditation auch für sie? Konzentration. Okay, man kann sie ausruhen, aber natürlich nicht skillen. Das wäre auch ein bisschen krass gewesen, ne? Ich kenne eine Abkürzung. Bleib zurück. Wir müssen den Hangar bis zum Abschluss der Evakuierung halten. Warum ist die Basisverteidigung nicht aktiv? Etwas stimmt nicht. Ich mach die ganze Arbeit nicht alleine! Zusammen! Moin! Ich brauche keine Kämpfer zwischen mir und meinem Ziel. Ach, ruhig nicht! Okay, sie hat den anderen schon erledigt. This way? I don't know. Aber Kerl ist tot. Nee, natürlich nicht. Boat ist ein Jedi. Hätte ich absolut nicht kommen sehen. Hast du Kerl gesehen? Nein, aber BD war bei der Mantis. Sie evakuieren so viele wie möglich. Da sind Kampfläufer. Sie dürfen nicht durch das Haupttor brechen. Ah, Mama kümmert sich. Mama regelt. Imperiale in der Nähe. Bam. Ich bin an deiner Seite, Seer. Seer ist strong. Bitte tu mir nichts. Bitte tu mir nichts. Ja, zu spät. Jetzt sind meine Waffen mal instant niedergelegt. Schönes Ding. Geht's euch gut? Ich glaube, ich hab was gesehen. Gut gemacht. Gut gemacht. Ihr seid wundervoll nach unten gefallen. Das ist sehr gut. Hab's du gemacht? Gut. Wir müssen die Kampfläufer stoppen. Weißt du, Kerl rutscht die ganze Zeit runter und kriegt nichts auf die Reihe. Und wir sie dagegen steppt da easy nach oben. Da sieht man mal, wer der Meister ist und wer der Schüler. Oh, okay, sie rutscht auch. Sie rutscht und sie hört nicht auf zu rutschen und... Wow. Ach, da drüben geht's. Ah, warte. Da drüben geht's irgendwo hoch, ne? Ah, da ist noch was. Bam. Alter Bowling. Anti-Imperium Bowling. Nee, ist schon ein geiles Game. Du hast seine Aufmerksamkeit. Auf der zweiten Ebene gibt es noch mehr Geschosse. Gut, die werden wir brauchen. Eigentlich müssen wir auch noch den guten alten Darfus Vadus sehen. Oh. Den guten alten Darfus Vadus. Ihre Machtkugel. So. Bam. Bam. Oder auch kein Bam. Jetzt aber ein Bam. Oh, andersrum. Jetzt nochmal rein, Bamsen. Power Punch. Die Kampfläufer werden bald durchbrechen. Ja, die Dinger können nicht ausweichen. Ne? Wenn die Kugel kommt. Das hält sie erstmal auf. Meisterin Janda, das Imperium ist in die Tunnel. Marin, kannst du. Natürlich. Was gibt's hier drüben? Nichts. Kämpfe mit mir! Dankeschön, Marin. Ach man, Meister Cordova. Wow. Das ist nicht so, wie es sein sollte. Terminal hier? Da kann man sich hier irgendwo festhalten. Ah ja, hier. Erst gar nicht gesehen. Power Slide to the Max. Ja, die ist so OP. Die braucht gar nicht wirklich große Heilung. Aber ja, wir nehmen es mit.
Ah, der geheime Pfad. Und es werden noch viel mehr sterben, wenn wir den Hangar nicht sichern. Wir sichern. Cordova. Er würde wollen, dass wir aus dem Archiv möglichst viel mitnehmen. Und die Kontaktcodes. Sie dürfen dem Imperium nicht in die Hände fallen. Um keinen Preis. Wird es nicht. Weitere Imperiale voraus. Alter. Lass uns kämpfen, Seer. Yo. Ich ziehe. Also, die sie könnten... Öffnen das Tor. Dann werden wir sie stoppen. Die können eigentlich gar keine Bedrohung sein. Sind wir mal ganz ehrlich. Das sind solche Dullis, als ob die irgendwie, irgendwo die Möglichkeit hätten, eine Galaxis zu übernehmen. Spaceballs hat das schon gut eingefangen. Au! Was war denn das eben gerade da hinten für ein Sniper? Gut. Bitteschön. Ist auch was zu tun. Dieser Alarm, das ist so ein richtiger Star Wars Alarm. Piu! 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 Was jetzt? Runter zum Hangar! Kann dir mal jemand abstellen, der nervt. Nervigster Alarm EU West. Ein Augenblick, um mich zu sammeln. So, hier heil deine 2%. Ja, das ist so ein richtiger Star Wars Sound. Gut gemacht. Du auch. Grease, wenn einer das Ding abspielen würde. Was für eine schöne Überraschung. Bleibt in der Mantis, bis wir den Hangar gesichert haben. Verstanden. Viel Glück da draußen. Wenn das einer abspielen würde und würde sagen, aus welchem... Drängt sie zurück. Sci-Fi-Epos. Oder aus welchem Film kommt das? Nicht mal Sci-Fi, das wäre vielleicht schon zu viel. Würde ich sagen, Star Wars. Ich würde sofort sagen, Star Wars. Halt ihre Fähigkeit. Ihr kommt nicht vorbei! Kämpfe weiter! Ich werde hier sterben, wenn es sein muss. Naja, jetzt übertreib mal nicht. Es ist eine Ehre, an deiner Seite sterben. Zu kämpfen. Mein Fehler, hierher zu kommen. Dann los! Wieder ein Verbündeter kommen. Nein, du kannst sie nicht weg. Au! Raketenverstärkung erwunden! Seid bloß vorsichtig! Oh, ich habe meine Fähigkeit noch gar nicht. Ich halte sie fest. Schlag jetzt zu! Los jetzt! Komm schon, halt mich an! Mann, verende! Der Schild hat natürlich überlebt. Wurde gemobbt. So viele. Hab Vertrauen. Wir werden sie stoppen. Ich werde dich aufhalten. So war das nicht geplant. Ich krieg dich. Oh oh. Seid vorsichtig. Ich werde nicht nachlassen. Ich benötige mehr Zeit. Hier sind die nicht. Sie sind hier. Alter, wie schnell hat sie den zerlegt? Sie werden den Hangar zerstören. Dann müssen wir das zu unserem Vorteil nutzen. Genug! Okay, okay, okay. Sie kommen. Jetzt geht es. Schnell, Seer! Ich kann sie nicht mehr lange aufhalten. Alright. Oh Mann, bin ich froh, euch beide zu sehen. Danke für die Hilfe. Was Neues von Kerl? Nein, noch nicht. Ich bin sicher, es geht ihm gut. Wahrscheinlich hat er nur seinen Comlink abgeschaltet. Seer, was jetzt? Wir fliehen, bevor ihre Hauptstreitmacht eintrifft. Dann werden wir uns am Treffpunkt sammeln.
Zuerst werde ich aber zurück ins Archiv müssen. Die Kontaktcodes des versteckten Pfads. Ich komme mit... Nein. Marin, du musst hierbleiben und die Mantis verteidigen. BD, geh mit dir. Halten Sie sich bereit, Grease. Wir sind bald zurück. Hey, Sia. Kommen Sie wieder. Sie schaffen das. Danke, Grease. Kacke, ist das episch. So, wie das ganze Spektakel hier weitergeht in Le Nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und Tschüss.